Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt mit der Nebenmission. Hey, ich bin hier am Sprechen. Lass mich. Jetzt mit der Nebenmission Geister der Vergangenheit. Ort untersuchen, an dem die Hundemarken gefunden wurden. Im nördlichen Teil der Region Sinking Country, da sind wir. Am nördlichen Ufer des Gordonslow. Das ist neben dem verunglückten Fahrzeug. Gordonslow, nördliches Ufer Gordonslow. Das wäre hier. Neben dem verunglückten Fahrzeug. Haben wir hier zufällig irgendwas, wo wir schnell hinreisen können? Da könnten wir hinreisen. Wäre immerhin ein bisschen schneller. Da haben wir vielleicht auch noch Glück und finden ein Fahrzeug. Und machen mal kurz Rast. Machen wir einen Biwak. Um ein bisschen Boni zu bekommen. Biwak aufschlagen. Die Kamera hat auch schon mal schärfere Zeiten gesehen. Diese Animation kann man übrigens, wenn man möchte, überspringen. Aber da es das erste Mal ist, lasse ich diese mal durchlaufen. So, dann Vorbereitung. Und zwar, ja, ich weiß, was Vorbereitungen sind. Danke. Mehr Erfahrungen, Erfahrungspunkte, Ausdauer, Drohnenreichweite, Erschöpfungsresistenz. Ich glaube, wir brauchen Erschöpfungsresistenz. Komisch, dass wir diese Flasche nicht so bei uns haben. So, jetzt haben wir 60 Minuten lang 50% Erschöpfungsresistenz. Taktiken, da könnten wir die Klasse wechseln. Anfertigen. Ja, ich weiß. Danke, danke. Ja, ich weiß. Sensorgranate. Die können wir auch mal benutzen eigentlich, ne? Haben wir nicht genug. Ah doch, hatten wir tatsächlich. Okay. So, was zu essen. Sehschärfe-Dosis. Kohlenhydrate, Bananen. Haben wir mal 5 sind Max, okay. Und eine Erholungsdosis. Ballaststoffe haben wir keine. Schutzdosis. Mit Seerosensamen oder so. Was macht denn eine Seeschärfe-Dosis? Huch. Haben wir Fahrzeuge in der Werkstatt? Ich glaube nicht. Doch, haben wir. Könnten wir uns ein Fahrzeug rufen. Motorrad am liebsten. Sehen alle gleich aus. Nehmen wir das Schwarze, das ein bisschen anders aussieht. Haben wir. Ich drücke mal Escape. Haben wir zufällig auch Helis? Dürften wir eigentlich nicht haben. Nee, haben wir nicht. So. Dann Lager abbrechen. Und zwar machen wir das dann, stellen wir nochmal zurück die Zeit auf, oder vor, auf 10 vor 11, oder 11 vor 11, damit es schön hell bleibt. So, wo ist das Fahrzeug? Da steht's. Da vorne haben wir Feinde. Oh, klar haben wir da Feinde. Sollen wir durch das Lager mal durchfegen? Ich glaube, das machen wir. Und benutzen dann mal die Sensorgranate dort. Sensorgranate. Und hier können wir mal die Sehschärfe-Dosis reinmachen. Ah, macht plus Genauigkeit, okay. Mehr Nachladetempo, Schadenswiderstand, Verletzungsresistenz, Wurfreichweite. Ja, ich glaube, die Wurfreichweite. Essen wir mal. Das sieht ein bisschen aus, eklig, so mit Schnur drumrum und so. Wie sieht es aus, wenn man es isst? Wie ein Riegel. Nee, gar nicht wie ein Riegel. Wie ein Gel. Okay. So,
sind wir weit gekommen. Da sind ein paar Fahrzeuge unterwegs. Den Sniper, den picken wir mal weg direkt. Was? Warum haben die das denn gesehen oder bemerkt? Haben die was gehört? Weil auch ein Schall. Ja, die sind ausgestiegen. Weil auch ein Schalldämpfer macht Schüsse ja nicht komplett leise. Aber ich war doch weit genug von denen weg. Und jetzt kommen die nächsten? Holy shit. Ich muss hier weg. Oh, ein dicker. Ich weiß, warum ich immer auf Einzelfeuer stehen habe, normal. Halt den Kopf raus. Hältst du nicht? Sollst du aber. So, ich werf mal so eine Sensorgranate da rein. Hat keinen getroffen. Okay. Oh, hey du. Oh, toll. Wo gehst du denn hin? Er versteckt sich immer noch da hinten. Yay, Level up. Oh ja, enemy move from the area. Stay alert. Ist doch irgendwo einer. Sag mal. So, dann haben wir noch ein paar, die nicht markiert sind. Müssen wir aufpassen. Der war doch hier irgendwo, oder? Oder nicht? Oder funktioniert die Sensorgranaten nicht? Hey du, oh toll. We need eyes on enemy locations. Hier hast du deine Augen. Right there, out there, guys. Get ready. Zack. Es waren glaube ich alle hier, ne? Es gibt noch welche, die mich suchen, aber... Warsport. War Bungie. Hat der irgendeinen Bonus? Huch. Der hat auch keinen Bonus, ne? Nee. Hm. Okay. Dann. Oh, der da oben hat was fallen lassen. Als er umgefallen ist. Und dort aus treffen wir dann sogar die anderen noch. Oh, SC-20K. Was macht er denn? Der andere fährt jetzt weg, aber... Zack, der fährt nirgends mehr hin. Was macht der? Mhm, er ist für alles zu allem bereit. Ich glaube nicht, dass du klar bist. Ich hab dich aus deinem, von deinem Leid befreit. Sei mir dankbar. Schuss gehört. Höchstens wie in seinem, in den Kopf von seinem Kollegen gegangen ist der Schuss. Das war ein Schuss in die Brust und trotzdem ist er tot. Gut. Kann ich den da runterwerfen?
Ich hoffe, ich bleibe jetzt nicht wieder am Boden stecken. Das wäre echt doof. Okay. Warum auch nicht? Huch. Ja, nice, es geht. Muss ja alles mal ausprobieren. So, hier haben wir noch ein paar Informationen, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber ich nehme sie trotzdem mit. Einfach nur just because. HFW-Kompensator. Have fun, Wanker. Kompensator. So, wie weit ist es denn von hier? Einfach die Straße entlang, okay. Ist zwar noch ein Stück, aber Waffenteil MG-121. Ja, bitte. Aber ich hätte gern mein Motorrad wieder. Das steht da hinten noch. Kann ich da hoch? Ja, komm. Und dann geht's auf zur Nebenmission Geister der Vergangenheit. Die ich tatsächlich noch nicht gemacht habe. War unser Motorrad nicht mal schwarz? Naja, wen kümmert's? Also, den Motorradfahrer, ich glaube, das schafft kein Profi, so zu fahren und das Rad nur so knapp über dem Boden hochzuhalten. Ja, Motorrad ist okay-ish, was die Geschwindigkeit angeht. Ich bin Geisterfahrer. Ich bin Engländer. Bei dem verunglückten Fahrzeug. Gucken wir mal, wo das ist. Oh, das sind Gegner. Da vorne ist das verunglückte Fahrzeug. Gerade mal gucken, ob die Markierung weggeht, wenn ich drauf gehe. Jo. Metallteil. Alte Granate, was? Was man hier so alles sammeln kann. Wassermelonen. 3 Stück. What? Ich bin nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Don't mind me. Wow. Der ist aber schon ein bisschen länger tot hier. Zweiter Weltkrieg oder so? Das Aurora-Archipel hat ja auch eine interessante Vergangenheit. Ich kann es fokussieren? Lass mich nochmal fokussieren, bitte. Geht nicht. Toll. Achso, das sollte ich fokussieren. Ich muss mit der Sniper machen. Okay, da hinten ist runtergekommen. Ort untersuchen, an dem die Hundemarken gefunden worden sind. Okay. Sehen Sie sich die Aufklärungsdaten auf der Aurora-Archipelkarte an, Seite an, um weitere Informationen freizuschalten. Nachschlagen. Päckchen russischer Zigaretten. Das ist ein altes Päckchen russischer Zigaretten. Tabaklia Edarovia oder sowas in der Art. Okay. Das ist ein Militärabzeichen. Laut der Beschriftung stammt es von der USAF AAB Typhoon Base. Karl Mtjetwa. Mtjetwa. US Air Force. Herkunft der Marke ergründen. Anheften. Cool. Es geht noch weiter. Okay. Ich find's cool, dass die Nebenmissionen so umfangreich sind. Oh, die Drohne hat was Grünes fallen lassen.
Ein verschimmeltes Brot. Oh, eine Pistole. CSFP. Und ein Sprengsatz. CSFP, ist die gut? Ma. Nicht so meins. Nicht meins. Nicht meins. Nicht meins. Nicht meins. Zu ungenau. Und die M4, die zerlege ich jetzt auch. So. Können wir hier nochmal. Zack. Die Reichweite erhöhen. Hier auch alles. Ah! Fehlen uns Waffenteile. Für die Pistole. Könnten wir auch. Zumindest so teilweise. Gut. Nehmen wir eben hier so ein Motorrad mit. Wenn ich nachgeladen habe. Ups. Das wollte ich nicht. Egal. Kann ich das nicht mehr fahren? Hallo? Habe ich das Herzen? Kriege ich das ein Herz? Ich hänge. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? So. Irgendwie habe ich im Motorrad gesteckt. Was macht der? Ich drücke nichts. Hier, ich kann klatschen. Ich drücke nichts. Irgendwas kaputt. Das geht ja immer in die Richtung. Warum geht der jetzt immer dahin? Ach, der versucht aufzusteigen, aber es geht nicht. Oh, shit. Ich muss weg da. So, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Nochmal. Fahrer. Fahrer. Ja, gut. So. Da ist ein Code auf dem Abzeichen. USAF AAB Typhoon 403. Selbstversorger in der Region Sinking Country haben mehr Informationen. Toll. Selbstversorger in der Region. Toll. Und wo sind die Selbstversorger in der Region? Toll. Klasse. Das ist jetzt nicht so gut gelöst, dass man nicht weiß, wo das ist. Selbstversorger in der Region Sinking Country. Hier sind wir. Checkpoint Tiger India. Was ist das hier? Sieht aus wie geschützt militärisch. Das hier könnte auch militärisch sein. Ich fahre einfach mal hin, um zu gucken. Schauen wir mal. Hi. Habt ihr vielleicht Infos? Hallo. Ja, guck mal. Hey. I'm looking for some information. Found some sort of military badge that reads AAB Typhoon 403. Does that sound familiar to you? Any idea where it came from? Thanks a million. Cool. Okay, eine alte Luftabwehrbasis im nordwestlichen Teil der Region Sinking Country, südlich der Typhoon Bay, nordöstlich von Dead Channel. Zu den Flugabwehrruinen. Südöstlich der Typhoon Bay, im nordwestlichen Teil, also irgendwo hier. Südlich von Typhoon Bay, das wäre dann hier irgendwo. Nordöstlich von Dead Channel. Das muss hier das sein. Vermute ich. Einfach mal. Vielen Dank für die Infos. Ich fahre da mal querfeldein, wenn es keinem was ausmacht. Wow, Town. A wild town appears. Ein wilder Zaun möchte kämpfen. Wow. Oh Gott. Ich sehe nichts. Oh, das ist ein Fluss. Da sind aber kleine Brücken für drüber. Da ist eine. Da
Da lag eine Ananas. Wer hat sie gesehen? Ich hab sie gesehen. Aber es war mir vollkommen egal. Oh oh. Da kommen wir so nicht rüber. Aber es ist direkt auf der anderen Seite quasi. Und hier rechts ist ein Boot. Guten Tag. Tauschen Sie Ihr Holzboot gegen mein topmodernes Motorrad, ja? Danke. Weg das. Den gehört jetzt mir. Ich hab's getauscht. Ja, ich lasse euch in Ruhe. Ich klaue euch nur euer... Nein, ich habe ja getauscht, euer... Ihr habt ja dafür jetzt ein Motorrad für eine Person. Könnt ihr euch abwechseln? Da sind wieder Baddies. Aber könnte ich... Da sind sie. Ist nur einer, oder was? Ich will den vom Boot aus nehmen. Kann ich vielleicht die Drohne starten? Oh geil, das geht. Ist wirklich nur einer? Jetzt sind zwei. Ich sehe leider den anderen nicht vom Boot aus. Sehe ich wahrscheinlich den ersten wieder nicht. Ach Mann. Weißt du was? Ich habe die Sync-Shot-Drohne noch gar nicht ausprobiert, fällt mir gerade auf. Sync-Shot-Drohne, wo ist die? Nicht hier? Habe ich die nicht freigeschaltet? Ich dachte, ich hätte die freigeschaltet. Ach, die muss ich noch kaufen dann, oder wie? Ja. Freigeschaltet ist sie. Oder geht's? Ist ein anderer Slot. Ablenkungsköder. Ah, Simultanschuss-Drohne, okay. Hier. Hier. Wie mache ich das? Wie geht das? Meine Waffe ist weg? Oh nein. Kann ich mich hier verstecken, bitte? Scheiße! Ich muss mich hier hinlegen. Okay, gut. So, es wird den anderen. Wie markiert man die? Mit G oder was? Ja. Ah, da fliegt sie, die Drohne. Und jetzt? Feuer! Fallen einfach um. Nice, man hat gar nichts gehört. Finde ich nett. Ich habe euch gerade gerettet. Ein bisschen Dankbarkeit wäre sehr freundlich. Der x-te Schneidbrenner. So, die restlichen 500 Meter können wir auch laufen. Wenn es überhaupt. Ein Schalentier haben wir aufgesammelt. Jetzt haben wir allerdings nur noch eine Sync-Shot-Drohne. Das ist ein bisschen schade. Aber egal. Na, bisher haben wir sie nicht gebraucht. Dann brauchen wir sie jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ach, das ist das, wo ich eben gefragt hatte. Oder eben. Ich weiß nicht, ob das diese Folge war oder die vorherige. Ob das, Raketenstützpunkt ist, also ob das Raketensilos sind. Gelangen Sie zu den Flugabwehrruinen? Ja, da sind wir. Informationen zu Cal können in Dokumenten aus dem Kalten Krieg gefunden werden. Dann suchen wir diese Dokumente doch mal. Schauen wir doch mal. Hier gibt es allerdings eine Menge Gegner. So wie es aussieht. Steg. Einer.
Oh, eine Mörserdrohne. Oh mein Gott, hier sind so viele Gegner, die will ich gar nicht alle markieren. Aber es wird es uns sehr viel einfacher machen. Oh, ein Dicker. Noch ein Dicker. Sind bestimmt auch welche in den Bunkern drin. Die markiere ich dann aber jetzt nicht. Nur die, die ich gerade so draußen erwische. Da kein Scharfschütze drin? Doch. Dachte ich mir doch. Ja, das waren soweit alle, die ich so gesehen habe. Gehen wir mal zuerst. Schnappen wir uns den da, der da vorne irgendwo ist. Da ist er. Könnten wir eigentlich auch. Oh Gott, auch mal nochmal im Nahkampf machen. Haben schon lange nicht mehr genahkampft. Das fehlt mir ein bisschen. Hallo, ich möchte dich nahkampfen. Ich wollte nicht da in Deckung gehen. Das entdeckt werden war unnötig, aber hey. Untersuchen. Chalky Inlet Biwak. Okay. Das war auf jeden Fall kein Dokument aus dem Kalten Krieg. Aber die Ausrüstung nochmal, die sind leer. EMP-Granaten, MK1, MK2, MK3, Schneidbrenner. Handgranaten haben wir nur eine? Achso, das sind Handgranaten MK2. So verwirrend mit diesem ganzen, Gedöns da. So, wir haben da oben den Scharfschützen und da hinten auch. Der ist sehr weit weg. Ich probier's mal. Bam! Und er hat sogar was fallen lassen. Ob man die Dicken im Nahkampf erledigen kann? Ich schalte mal wieder um auf Autofeuer. Da oben ist was. Da drin ist was. Ich sehe es auf der Karte, diese drei Blätter mit dem Häkchen dran. Kann ich mich hier durchschneiden? Dann muss ich das Ding allerdings ausrüsten. Geht nicht. Achso, hier sind. Hier Bretter sind wahrscheinlich. Auch da kann ich ja rein. Gut, dann mache ich hier dann stattdessen die Blendgranaten hin. Will jetzt hier keine unnötige Blendgranate werfen. Denn das bekommen die anderen bestimmt mit. Und ich will den versuchen im Nahkampf zu erledigen. Wenn es möglich ist. Geht das? Na, nicht möglich. Es war nicht möglich. Ihr habt es gesehen, es war nicht möglich. So, wir haben da... Nein, nicht in diesem Gebäude. Aber ich will da trotzdem rein, wegen dem Scharfschützen. Den muss ich erstmal wegtragen, damit der nicht entdeckt wird. Der ist zu schwer, ich kann den nicht wegtragen. Oh, shit. Tja. Nun. Man kann weder im Nahkampf ausschalten, noch wegtragen. In dem Gebäude ist das.
Okay, der hat was gehört. Hä? Oh nein. Die da unten haben die Leiche gefunden. Ich konnte sie ja nicht wegtragen. Shit. Ich konnte die Leiche ja nicht wegtragen, Mann. Ich wollte ja, aber es ging nicht. Ich wollte die Leiche ja wegtragen, Mann. Nun. Weißt du was, ich kann jetzt eigentlich auch meine letzte... Also haben wir gar keine mehr. Ich wollte gerade sagen, meine letzte Sensorgranate benutzen, aber wir haben keine Sensorgranaten mehr. Oh, eine Drohne. Noch ein Gegner. Ah, dann pick ich sie eben so weg. Das einen nach dem anderen. Du denkst, du weißt, ich bin hier. Keep looking. They're out here. They're not here. So where the hell are they? Wo kommen die denn her? Ah, die rennen jetzt wieder auf ihre Posten oder wie? Haben die sich jetzt schon beruhigt? Und jetzt finden sie gleich die nächste Leiche und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Tötung beobachtet. Oh oh. Oh oh. Jetzt sind sie im Jagdmodus. Sind nicht mehr gelb, sondern orange. Nein! Schlecht. Ich muss hier weg. So, dann geht's jetzt endlich mal ab. Für alle, die die Action wollten. Naja, so halbwegs ab. Ich camp halt hier im Camperturm. Oh nein, der Typ da kann Verstärkung rufen. Krieg ich die Granate zu dem? Keine Ahnung. Ausprobieren. Keine Ahnung, wo die Granate explodiert ist. So, der ruft keine Verstärkung mehr. Okay, zu Befehl. Sir, yes, sir! Da hinten war noch einer. Ich habe ihn gesehen. Da. Komm, halt hier raus. Noch einer? Ach, der da unten. Ich sehe kaum was. Lens Flare. Komm. Tja, die Granate. Mörser. Yay! Habe ich ihm Angst gemacht? Nicht so richtig, ne? Oh Gott! Warum ziehe ich denn nicht mehr durch?
Mit welcher Taste? Mit Punkt. Okay. Stay out in the open. Hat er das mit mir oder? Dachte er echt, das wäre eine gute Taktik. Da ist er nicht. Stay out in the open ist eine gute Taktik. So als Feind. So, da unten sind noch ein paar nicht markierte. Und dann haben wir's. Ich kann jetzt allerdings nicht darunter gehen. Ja, ja. Alter! Elender! Aua! Oh shit! Spritzchen bitte! Also auf Extrem wäre das wahrscheinlich mein Tod gewesen. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Einmal Messer-Nahkampf in Wärmebild. Hallo? Dreh dich um, Mann! Was macht er denn? Komm her! Ich warte auf dich. Toll. Die sind so dämlich. Ja, was los? Bewegt euch nicht mehr jetzt. Bleibt ihr jetzt da hinten in Deckung oder wie? Sieht ganz so aus. Hast du gerade eine Granate dahin geworfen? Du Schwein! Haben wir's bald? Entdeckt zu werden heißt ja nicht unbedingt, dass die wissen müssen, wo man ist. Ah! T95, dankeschön. Und was noch? Oh, noch eine. Warum lässt er mich denn hier nicht die Leiter hochgehen? Ich kann die Leiter nicht hochgehen, was soll der Scheiß? Ich kann die Leiter nicht hochgehen, geht nicht. Hm. Vielleicht gibt es noch eine andere Leiter, die ich hochgehen kann. Oder eine Treppe oder sowas. Guck mal, hier sind die Dokumente. Zufälle. Zufälle gibt's. Sehen Sie sich Aufklärungsdaten auf der Seite an, ja. Suchmission an die Belegschaft. Auch nach mehreren Wochen konnten wir unseren Mann nicht finden. Im Anhang finden Sie ein Transkript seiner letzten Meldung. Er wurde zuletzt in der Typhoon Bay gesehen. Allen Berichten zufolge scheint er aufgrund eines Sturms oder anderer wetterbedingter Umstände verstorben zu sein. Wir werden die Suche nach ihm nicht länger priorisieren. Aber wenn wir etwas Neues erfahren, lassen wir es sie natürlich wissen. Okay? Und jetzt? Nochmal anheften. Alter, wie umfangreich ist diese Nebenmission? Okay, es geht noch weiter hier. Also es gibt noch mehr Dokumente. Ist da eine Treppe? Ja. Und da liegt irgendwas. So, Fundstück nehmen.
Neuer Hinweis. Freundschaftsdienst. Unbekanntes Rätsel. Ein Telefongespräch zwischen zwei Sentinel-Angehörigen. Kann man sich das anhören? Abspielen. Geht nicht. Ich vermute, weil... Entweder weil wir beides brauchen oder weil es in der Beta halt nicht aktiviert ist. So, komme ich irgendwie zu dieser scheiß Drohne? Ja. Hallo Drohne, ich möchte dich gerne deaktivieren. Drohne deaktiviert. Drin ist noch eine Kiste. Wo denn? Oben. Toll. Noch weiter oben? Ja. Sehen die alle so aus wie die hier? Wie komme ich da hoch? Ich würde ja mal vermuten mit einer Leiter. Ich gucke jetzt mal, ob dort, wo die Drohne steht, ob da eine Leiter ist. Hier steht die Drohne nicht, da steht die Drohne. Komm. Ist hier eine Leiter? Nö. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ist mir jetzt auch gerade egal. Ich will jetzt weitermachen. Ich wollte da drüber springen. Naja, egal. Einfach mal zerstört. Handschuhe. Haben die einen Bonus? Nö. Waffen. Die will ich nicht. Die will ich auch nicht. Tja, so ist das, wenn man hängen bleibt. Dann stirbt man eben mal. Was sollen denn diese anderen... Oh, ein M82 Sniper. Hat auch nicht so eine große Reichweite. Was ist denn mit diesen Scharfschützengewehren los? Ich meine, ich kann die mal... Die Reichweite, ist das die Reichweite? Ne, Mobilität. Ist alles nicht Reichweite. Macht sogar weniger Schaden. Pff, scheiß ich drauf. Und da hochklettern tue ich jetzt auch noch gleich. Ah, die Mörserdrohne müssen wir noch ausschalten. Nur für den Fall, dass doch noch mal irgendwas passiert. So. Kein Heli auf dem Heliport. Das ist aber ärgerlich. Aber ich glaube, ich muss jetzt aufhören mit der Aufnahme. Ich schneide die beiden Folgen dann einfach zusammen. So, dann geht's dann nachher, später, für euch gleich, sofort weiter. Was ein gekünsteltes Lachen, Alter. So, dann habe ich doch noch 10 Minuten Zeit. Bevor ich dann das Spiel wahrscheinlich sogar ausmachen muss. Versuchen wir in den 10 Minuten noch schnell die Mission hier fertig zu machen. Damit, ja, damit ich nicht zu viel zusammenschneiden muss. So,
Hier gibt's nichts. Scheinbar. Ich meine, das Gute ist ja, dass es markiert wird, wenn man. Toll, die Kiste ist außen. Wenn man in der Nähe ist. Man sieht. Ich kann jetzt natürlich auch mal den geführten Modus, den Guided Mode da aktivieren. Hallo, ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Aber trotzdem. Trotzdem wird nichts markiert. Auch gut, könnte auch wieder ausmachen. Ich guck mal nochmal in dem Dingens, nicht, dass sich da was geändert hat. Herkunft der Marke erkunden. Okay. Dann rennen wir einfach mal durch alle Gebäude durch. In der Hoffnung, was zu finden. Da liegt was, aber es ist nichts, was zur Quest gehört. Das sind moderne Dokumente. Biwak an der Typhoon Bay. So, wir haben. Ach, da geht's hoch. Ups. Ich bin gerade kurz erschrocken, weil ich dachte, ich stehe in der Kiste, in dem Fass drin. Hatte ein bisschen Angst, dass es explodiert. Noch eine G28. Wer redet da? Sind hier Zivilisten? So, ich meine, da waren wir überall drin. In den barackenähnlichen Gebäuden da drüben waren wir nicht überall drin. Ich finde es sehr gut, dass die Leichen nicht mehr despawnen. Was war das denn? Kann ich das replizieren? Oh ja. Sein Gurt zeigt ein bisschen in die Luft. Das sind ja so Baracken wie am Anfang. Auch nichts drin. Gut. Da ist was. Neuer Hinweis, aber da ist ja direkt noch was. Fotos von Matt und Cal, das will ich sehen. Aha. Okay. Matt. So, und da ist das nächste direkt. Neuer Hinweis. Nicht veröffentlichter Bericht. Feldpost. Name Cal. Rang. Priorität. Freigabe. Zusammenfassung. Ich bin dabei, mehr Informationen über den russischen Spion zu sammeln. Ich brauche noch ein paar Tage, um ein vollständiges Bild zu haben. Soweit ich bisher sagen kann, können die Geheimnisse hinter dieser Bedrohung des Kalten Krieges direkt hier, in einem der Bunker auf dieser Insel, gefunden werden. Ich fürchte, dass es sich um atomare Technologie handeln könnte. Hört, hört. Herausfinden, was Cal zugestoßen ist. Das letzte Mal hörte man von Cal aus einem alten Bunker an der Typhoon Bay. Die Selbstversorger wissen mehr über den alten Bunker. Nein, nicht die Selbstversorger. 5 Minuten haben wir noch. Denn da kommt meine Freundin und meine Tochter zurück nach Hause. Die waren noch schwimmen. Und bringen mir Essen aus McDonald's mit. Yay. Diese Türen da, mit dem roten Schild da rechts, sind übrigens ganz cool. Das ist ähnlich wie bei Splinter Cell damals. Die gehen nur auf, wenn man jemanden trägt. Ach so, ein Zufall, guck mal. Wenn man eine Wache trägt. Wie die Laser bei Splinter Cell damals. Hallo, kann ich mit euch reden, bitte? Nein? Kann ich nicht? Hier. Oh Gott. Nein. Ich will das. Nein! Dreh dich doch mal um, Mensch! Oh Gott. Was denn hier noch, Fahrer? Hör doch mal auf. Meine Fresse. Ist das nervig.
Das war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Dann fahren wir mal weiter die Straße entlang und hoffen, dass da irgendwo noch ein paar Leute sind. Da wo. Wow, was ist da gerade passiert? Was ist da gerade passiert? Alter Schwede. Wow. Da ist gerade ein Motorrad weggeflogen. Habt ihr es gesehen? Das Motorrad ist gerade einfach weggeflogen. Ich nehme denen einfach ihr Essen aus den Tellern? Was bin ich denn für ein Arsch? Scorpio, alles klar. Ah, Scorpio ist ein Sniper. Okay. Da müssen doch irgendwo Leute sein, die ich befragen kann. Ist nur eine Kiste. Ich habe eigentlich keine Zeit für Kisten. Aber es ist krass, wie umfangreich diese Nebenmission ist. Eine Saske, yay! Eine Autoshotgun. Eine Saiga. Saske, Saiga. Ja, so hält es auch wieder nicht. Da hinten sind ein Haufen Motorräder. Können natürlich auch Feinde sein. Müssen wir mal gucken gehen. Ach, guck mal. Vögel. Ups. Hallo, kann ich euch befragen? Die könnten mal aufhören, immer so angepisst zu sein. Nein. Ach, Mann. Ja, es ist ein Pain in the ass, diese Infos zu sammeln. Hör auf, sich immer so umzudrehen, Mann. Der macht einfach nicht das, was ich will. Ah, egal, komm, ist mir egal jetzt. So. Schnauze! Das wollte ich mit Dauerfeuer schießen, aber hab noch auf Einzelfeuer gestellt. Da links sind noch ein paar mehr Motorräder. Ja, da ist jemand, mit dem ich reden kann. It's isolated, far from any town, just untamed nature. Hello. Not even Sentinel has gone there. The wildlife, mosquitoes, difficulty of getting any fresh supplies. Klasse. We have kids to care for. We wouldn't have survived out there. Better than this cave. This. The whole place is starting to stink of too many humans. Dark Wood is also a sacred place to the indigenous people. It's where all their kings are buried. You really want to deal with vengeful ghosts while we're trying to survive? I guess that would be pretty spooky. I mean, it's called Dark Wood. It's like the most haunted name I've ever heard. Count me out. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Ah, egal. Weißt du was? Wir haben ja das Biwak an der Typhoon Bay. Haben wir ja aufgedeckt. So, die 10 Minuten sind jetzt rum. Quasi. Ist noch niemand da, aber wenn jemand da ist, dann... Ich mach schon mal den Ton vom Handy wieder an. So, vielleicht finden wir hier ja jemanden, der reden möchte. Hier ist halt weit und breit niemand. Vorne sind Gegner. Damn!
Warum treffe ich denn nicht? Sag mal. Sollte wieder mein Visier umschalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich rieche schon McDonald's. Das heißt bestimmt, die kommen gleich. Hier sind überall nur Gegner. Vielleicht dort, wo diese Hütten sind. Nein, der Heli. Shit. Kommt, der ist tot, ne? Der da an der Seite. Ne? Doch, der ist tot. Wenn ich den Fahrer jetzt noch ausschalten könnte. Aber hier ist niemand. Whoops. Okay. Kollege spielt auch Breakpoint. Hier sind keine Selbstversorger mehr. Mann. Was soll das? Naja, es ist halt auch ziemlich, liegt halt alles ziemlich in Trümmern hier, aber. Da muss doch irgendwo jemand sein. Ich nutze mal die Drohne. Flieg mal darüber. Sieht aus, als könnte hier jemand leben. Theoretisch. Hier, ein Naturvolk. Und der, den ich gerade markiert habe, der kann sogar, der spricht sogar. Hier bitte Wasserflasche. Unterwegs mal einen Schluck trinken vielleicht. Nachher gleich. Schulzhof. Hallo du. Sag mir bitte was Nützliches. Greetings, Stranger. Ja. I'm looking for any signs of radiation. Seen anything unusual in the area? I've told you what I have. Appreciate your help. Mhm. Die Vegetation nordwestlich vom Schulz Pond ist verseucht. Das letzte Mal hörte man vom Keller aus einem alten Bunker in der Typhoon Bay. Okay. So, dann werde ich die Folge jetzt wieder, nicht die Folge beenden, sondern nur die Aufnahme. Oh, ein generischer Boonie-Hut. Cool. Aber nordwestlich vom Schulzpond, wo ist das? Norden, Süden, Westen? Nordwestlich vom Schulzpond. Hier? Irgendwo? Hier? Vielleicht? Keine Ahnung. Das Gebiet ist so riesig und der Teich hier, das Sumpfgebiet hier ist so unförmig. Wir müssen hier also den alten Bunker finden. Also hier scheint es nicht verseucht zu sein, denn wir haben gerade Seerosensamen aufgesammelt. Hier irgendwo vielleicht. Wo soll dieser Bunker sein? Den müssen wir jetzt selbst finden. Oh, guck mal. Hast du Infos für mich, bitte? Nee. Schade. Ich hack mal euer Handy gerade, wenn es genehm ist. Nördliche Radarstation. Hm.
Nun. Nordwestlich vom Schulzpond. Ist das das Braune hier? Könnte das gemeint sein? Habt ihr ein Fahrzeug dabei? Oh ja, Motorrad, cool. Danke. Ich nehme mir das mal. Gibt ja kein Karma. Wow. Geht aber ganz schön ab, das Teil. Wow, was? Wow. Ich bin ja am Baumstumpf hängen geblieben. Schön Salto gemacht, Wassermelonen aufgesammelt und weiter geht's. Keine Ahnung, wo dieser Bunker sein soll. Und wo das Gebiet verseucht sein soll, weiß ich auch nicht. Hallo? Das ist ein E-Bike, ne? Oh, das ist nur ein Fels. Sieht echt schön aus. Bei YouTube vielleicht nicht mehr wegen dem Encoding, aber es sieht echt schön aus. Ups. Ich habe keine Ahnung. Das hier sind normale Häuser. Ich habe keine Ahnung. Oh, das sein soll. Ich meine, hier waren wir schon, ne? Oder meint ihr, na, das hier wäre zu nordwestlich, oder? Oder? Keine Ahnung. Wir fahren einfach hin. Wow, sehe nichts mehr. Oh, Bunker, guck mal. Kommen wir nur nicht rein. Aber es ist ein Bunker. Wir sind hier richtig. UA Speedfreak. Haben die einen Buff? Nö, die haben alle keinen Buff. Hm, dann hier. Geht's da rein? Nee. US Army Restricted Area. Das Ding geht halt nicht auf. Verflucht. Und da kommt schon wieder ein Heli oder eine Drohne. Ich eher wie eine Drohne. Rätselhafter Ort, der zur Erkundung einlädt. Ja, wenn er offen wäre. Aber der geht nicht auf. Gibt es hier noch so einen vielleicht? Ich meine, den hat man auf der Karte ja gesehen. Ist das hier vielleicht auch noch einer? Möglich wär's, ne? Wobei es aussieht, als wären wir dort schon gewesen. Bike, wo bist du? Da. Kann sein, dass ich gleich schnell ausmachen muss. Wow! Come on! Bitches! Oh Gott! Holy shit! Entschuldigung, ich wollte euch nicht erschrecken. Nee, das ist tatsächlich nur ein Haus. Das ist nur ein Haus. Das ist ein Biwak. Hier sind auch noch mehr Häuser. Das hier sieht auch eher aus wie ein Haus. Das hier ist eher nördlich von dem Ding. Könnte aber auch ein Bunker sein. Ich glaube, ich bin bald mit meinem Latein am Ende. Wow. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also Kontrolle ist anders. Wow. Holy shit.
Weißt du, die Autos sind zu langsam, das Ding hier ist zu schnell. Das ist auch kein Bunker, sondern ein Haus. Ich gehe nochmal zu dem Bunker. Vielleicht sollte ich ihn besser markieren. Was ist da? Achso, dass es da Infos gibt. Ich fahre eigentlich genau drauf zu. Brauche ich nicht zu markieren. Yay! Holy shit! Hallo Bunker, ich komme! Mal gucken, ob man da irgendwas öffnen kann oder so. Vielleicht mit C4? MK2 C4 vielleicht? Ich hoffe, mein Bike geht dabei nicht drauf, aber wahrscheinlich schon. Ich kann hier auch nichts machen, ne? Hat gerumst. Aber ich glaube, außer zu rumsen hat es nichts gemacht. Nö. Die Tür ein bisschen beschwärzt. Ich meine, es ist ein Bunker. Ey. Wo ist mein C4? Und? Die Tür offen? Nein, schade. Ich weiß nicht, wie man da reinkommen soll, wo man hier Infos bekommen soll. Ich bin überfragt. Wir sind jetzt hier in dem Bunker nordöstlich von dem Dingens, da waren wir gewesen. Das hier ist schon nur westlich. Das hier ist das Einzige, was mir noch einfallen würde. Ups. Nein, bitte häng nicht fest. Du bist so schön schnell. Auf geht's. Oh Gott, nicht ins Wasser. Hallo ihr. Oh. Ups. Nun, das war die Sache mit dem schönen schnellen Motorrad. Das hier ist jetzt natürlich wieder, auch wenn es Spaß macht. Wow. Oh. Das hier ist ein Drohnengebiet. Oh mein Gott, ist das eine Behemoth-Drohne? Ich glaube, das ist eine Behemoth-Drohne. Also hier gibt es auf jeden Fall keinen Bunker. Aber mit der Behemoth-Drohne ohne P90 möchte ich mich erst später anlegen, wenn es geht. Also mit später meine ich in einer separaten Folge. 2000 Scale Credits. Ist es wirklich eine Behemoth? Mal schauen. Nee. Oh, schlimmer. Es ist eine Amon. Die Behemoth ist wenigstens langsam. Aber die Amon ist brutal. Naja, aber ich muss die Folge jetzt hier, nicht die Folge, die Aufnahme beenden. Habe jetzt nicht noch keine Zeit mehr. Die kommen jetzt gleich heim und dann, ja, gibt's Happy Happy, Happa Happa. So, dann, ja, bis gleich. So, eine neue Aufnahme, neues Glück. Versuchen wir unser Glück mal weiter. Und da fällt mir gerade ein, wir haben noch ein paar Punkte zum Vergeben. Ich hätte gern weniger Ausdauerkosten, da können wir mehr rennen. Oh, guck mal, alles Neues freigeschaltet. Yay. Was ist das denn? Helikopter wird im Shop erhältlich. Das ist ein No-Brainer. Was haben wir hier? Plus 10% Skill Credits. Gut, alles klar. Skillpunkte vergeben. Alter Schwede, bin ich satt.
Ich hatte einen... wie heißt er? Laugending, Lauginator, der Burger. Ich habe mich eben im... wenn man startet, startet man es immer im Dingens, in der Höhle. In Erewhon. Ich glaube, das ist also irgendwie, kommt mir das nur so laut vor, das ist wirklich so laut. Made. What the shit? Shit. Ja, habe ich mich mal nochmal mit den ganzen Dingen eingedeckt, die man so haben kann. So Granaten und Simultanschussdrohnen und dem ganzen Kram. Ich möchte jetzt gern hier nochmal erstmal alles erkunden. Dann hole ich schon wieder ein Heli. Geht ja schon wieder gut los. Da geht es. So, also hier ist es nicht. Das da ist eine Brücke. Oder so. Ja, irgendwie sowas in der Art. So, wir sind hier. Nordöstlich auf jeden Fall. Nordwestlich. Ich habe da hinter dem Thronengebiet noch das Teil markiert, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Aber hier ist so uralte Sachen. Aber sonst ist hier halt nichts, ne? Schon weiter weg, denke ich. Ja, hier ist da nichts, so wie es aussieht. Das ist ja der Schulzpont, ne? Ja, Schulzpont. Schulzhof. Das gehört alles zum Schulzhof. Das war es nur ein Haus. Das hier ist der einzige. Hier ist noch ein Steg. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und dann schwimme ich da rüber. Ich hoffe, da ist ein Boot. Und wenn ich es nicht, ich sag mal, in spätestens einer halben Stunde finde oder so, vielleicht auch schon früher, je nachdem, wann mich die Lust verlässt, dann werde ich diese Mission, diese Side-Mission, diese Nebenmission Geister der Vergangenheit als gescheitert verurteilen. Sky Credits, yay! Es ist blöd, dass sich die Kamera immer wieder zurücksetzt so schnell, da kann man sich gar nicht mal ein bisschen umgucken hier. Muss immer die Maus in Bewegung haben, weil sie sich sonst direkt zurücksetzt. Kann man bestimmt noch irgendwo einstellen. Oh, da vorne ist ein Auto mit Gegnern. Das ist der Bunker, in den man nicht rein kann. Hat sich jetzt ja auch nichts dran geändert, ne? Denke ich. Ich halte mal an und guck mal nochmal, ob sich jetzt was geändert hat. Nachdem ich das Spiel jetzt neu gestartet habe. Oder gibt es einen Grund, dass ich da hoch kann? Nee, nicht wirklich. Ich meine, hier gibt es auch sonst keinen Point of Interest oder so. Und auch nicht irgendwie eine Lücke, wo ich mit der Drohne reinfliegen könnte. Ich habe keine Ahnung. Oben an dem Steg ist tatsächlich ein Boot. Was ist eigentlich? Ich habe das schon 100 Mal gegoogelt und habe es 100 Mal wieder vergessen.
Kann mir das irgendjemand so erklären, dass ich es nicht wieder vergessen kann? Was ist der Unterschied zwischen einem Boot und einem Schiff? Ich weiß, es hat irgendwas mit Knoten zu tun oder so. Also mit der Geschwindigkeit, aber... Oder mit den Motoren. So, hier. Lagerinfo. Von einem Fundstück. Zeig mal her. Oh, do not translate. Do not translate. Gut, das können wir nicht machen. Well. Da haben wir keine Info. Aber warum do not translate? Oh nein, Heli. Das ist wie Tontauben schießen. Ich mag das. Mit dem Sturmgewehr bin ich nicht so gut irgendwie. Ich bin ziemlich fußfaul, kann das sein? Schuhe. Fast Tech 8. Haben die einen Bonus? Bisher hatten wir, glaube ich, noch keine Ausrüstung gefunden, die irgendwie einen Bonus bringt, ne? Oh, hier von mir aus. Generischer Boonie-Hut. Sieht man sowieso nicht, weil er kein Teil unseres Skins ist. Sondern meinte ich hier eventuell. Aber wäre die Beschreibung dann nicht ein bisschen anders? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall die Amon-Drohne. Oder wie sie heißt. Agil und stark. Halt! Tatsächlich ist es ein Bunker. Tatsächlich, es ist ein fucking Bunker. Da ist er. Es war knapp. Eine Pistole und da ist er bestimmt, ha? No uniform, no identification. Wait a minute. I got a ring on his finger. It's the same one from Mads' photograph. Aha. Sehen sich die Informationsdaten an. Wie mache ich das? Manuell. Ah, hier bestimmt, ne? Dann ist es also Kells Leiche. So. Haben wir hier. Ring der Militärakademie hier. Das ist ein Ring der Militärakademie. Er sieht aus wie der, den Mads Freund Kell auf dem Foto trägt. Durchsuchen Sie den Bunker. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Ist hier nur diese Drohne? Ist das alles? Warum müssen die immer so wegfliegen? Ich meine, ich habe auch eine Drohne. Eine kleine, die man so mit dem Handy steuert. Die man eine anderthalb Stunden laden muss, um 10 Minuten zu fliegen oder so. Wenn ich mit der irgendwo dagegen krache, fliegt die auch so weg, aber nicht so extrem. Suchen Sie den... Ach, da geht's rein noch. Ich mach mal wieder Vollauto. Nur für den Fall. Ich möchte hier kein Wasser nachfüllen. So, neuer Hinweis. Das ist eine Schlüsselkarte. Ihre Herkunft ist unbekannt. Aufgrund ihres Alters lässt sich vermuten, dass Mads etwas darüber weiß. Ich nehme an, da müssen wir jetzt wieder zu Mads zurück, würde ich vermuten. Wir sollen immer... Ach, hier, guck mal. Ist das wie ein Typhoon-System? So, das Typhoon-System von Deus Ex. Kannst dich auswählen. Geht doch. Blaupausen eines Sprengsatzes.
Das sind Blaupausen. Auf diesen Blaupausen wurden Dinge markiert, umkreist und hervorgehoben. Sie beschreiben, wie man einen Sprengsatz baut. Okay. Mit Schulz sprechen. Mit Mats Schulz. Das heißt, wir müssen wieder zurück nach R1. R1. Und das bedeutet, wir machen einfach eine Schnellreise dahin. Was ist das denn? Ah. Das, da, hier könnt ihr es schön sehen. Was ich meinte, warum Snipen nicht gut geht. Denn wenn hinter so einer Kiste jemand steht, dann sieht man den trotzdem. Man kann aber nicht treffen, weil die Kiste halt davor ist. Das, genau das habe ich gemeint. Da ist auch irgendwas. Hier. Schauen wir mal, was da ist. Hier sind Leichen. Und da ist irgendwo diese Drohne. Da schweben einfach Lampen in der Luft. Was ist das denn? Okay. Nein, die Drohnen, die möchte ich separat in einem Video machen. Alle. Wenn ich sie denn alle finde. So, jetzt müssen wir erstmal zurück nach R1. Schnellreise. Ich trinke in der Zeit noch einen Schluck. So. Oh, ich bin froh, dass wir den Bunker gefunden haben. Aber da hätte die Beschreibung echt ein bisschen besser sein sollen. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, in Küstennähe oder so. Oder auf einer Landzunge. Nicht einfach nordwestlich. Nordwestlich hätte können am anderen Ende des Globus sein. Theoretisch. Yay. Die 69% hier bei Breakpoint ist wohl ungefähr das, was die 75% bei Wildlands sind. So, Matt Schulz. Wo ist er denn? Bin komplett falsch gelaufen. Na, können wir gleich bei Maria auch noch einen Heli kaufen. Mads, have some bad news. Cal didn't make it. I figured as much. Any idea what did him in? Looks like he got into a shootout with a Russian. His body was stripped of its uniform and its identification. Had to identify him by his ring. Damn. Cold War was never as cold as they made it out. Well, at least he went out fighting. Better than malaria as far as things go. Seems like your friend Cal had his fair share of secrets, Mads. Dealing with the Russians, some pretty hardcore stuff. Yeah. Cold War was a crazy time. You were never sure who you could trust. Cal, though, he was one of the good guys. He just got dealt a bad hand trying to do the right thing. Ah, hell, I'm just glad the world didn't get nuked in the process. Found a sketch of a map and a picture of some kind of blueprints. I can't figure out what they're for. Now let me take a look. My old brain might have the answer somewhere in there. I also found a key card with some kind of strange atomic symbol on it. There wasn't any recent testing on the island, was there? Currently? I sure hope not. Two eyes is more than enough for me. I hear you. Do me a favor, come back tomorrow. I'm sure my old noggin might remember something or other by then. Okay. Will do. Hm, heißt das, wir müssen dann einen Tag später nochmal kommen? Nee, Einsatz abgeschlossen. Gut, geil. Cool. Okay, das war die Mission, die Seitenmission. Andere Side-Missions gibt es auch, glaube ich, keine mehr. Nein, es gibt jetzt nur noch diese Entdeckungsdinger und das Grüne sind die Fraktionsmissionen. Die werde ich euch noch zeigen, pro Gebiet in einem separaten Video. Aber was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist, wie ich jetzt einen schönen Helikopter kaufe. Marias Shop. I should have whatever you need. Yep, Baby, das hast du.
Overseer? Hast du nicht noch was Geileres als ein Overseer? Ah, hier, guck mal. Ein Gips. Für 30.000? Easy. Und komm, den Overseer holen wir auch noch. Die könnten wenigstens nach Fahrzeugklassen sortiert sein, das wäre nett. Motorrad und ein Porsche habe ich schon gekauft. Einfach nur so, weil. Jo. Warum sind denn da auch drüber? Achso, weil maximale Menge erreicht. Das ist einen ganzen Haufen Kram zu kaufen. Fixitz-Rucksack. Neue Tarnung, hey, die will ich haben. Gesichtspaint, Facepaint. Ich glaube, den Rest brauchen wir nicht. Aber vielleicht ein Messer. Hier so ein Karambit von Fury. Mehrzweckmesser. Ich will das da. Ne, ich will das von Fury. Sieht am coolsten aus. Oh, nice. Guck mal, gibt's auch sowas wie... Also ich tanze, weil ich froh bin. Das muss ich euch noch zeigen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht so genau, wie man es ausrüstet. Aber das finden wir raus. Bestimmt. Wenn das nicht sogar schon automatisch ausgerüstet hat. Gerade mal gucken. Hier, und dann ist... Ah, guck mal, Kommunikationsrad. Sie können 6 Gs unter Befehle im Kommunikationsrad, bla bla, ja. Und wie mache ich das? Ich kann da nichts reinmachen. Ich habe das doch gerade gekauft. Ah, hier. Da oben geht's nicht, aber da. Okay. Stopp. Doppeltes Tempo. Vielen Dank. Karambit-Trick. Hä, wo ist er denn? Warum macht das denn? Achso, ist gesperrt. Ich tanze, weil ich froh bin. Hier, so. Schauen wir mal. Hier. Stopp. Vielen Dank. Die Geste kennt man. Aber er macht sie nicht. Er macht's nicht. Ich meine, ihr kennt das so, die Hand vom Kinn. So in einer offenen Position. Die Hälfte geht nicht. Willst du mir... Was war das denn? Ist das der Disco-Move? Nee. Hä? Das soll der Disco-Move? Das soll, dass ich tanze, weil ich froh bin sein? Okay. Beta-Bugs. Naja, schade. Wäre schön gewesen. Dann bis zur nächsten Folge mit Fraktionsmissionen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.